Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Presse- und Medienvertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Rückraum des Neuen Stadions. Mein Name ist Jana Blöschert, ich bin verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich die Einladung angenommen haben und heute hier sind. Da wir versprochen haben, Gerüchteküche ist nicht unser Ding, jetzt hier sitzen wir da und wollen Ihnen dann auch auf den neuen Cheftrainer präsentieren. Andreas Ortlein lüftet jetzt das nicht mehr so offensichtliche Geheimnis um den neuen DEL2-Cheftrainer Christoph Kreuzer. Sicherlich sind dann auch alle gespannt, was Herr Kreuzer zu sagen hat, und Matthias Beilis wird auch noch einen Ausblick auf die sportliche Saison 2018-19 geben. Bevor wir dann gerne natürlich auf Ihre Fragen eingehen. Andreas, ich bitte das Wort für dich. Ja, auch von meiner Seite erstmal einen herzlichen guten Morgen. Auch Joe, freue mich, dass du es geschafft hast. Hier, Gratulation. Ich habe gehört, du bist Opa geworden hier an der Stelle. Das war als erstes. Ich zähle jetzt auch nicht mehr. Ja, liebe Presseträger, liebe Freunde, ich möchte auch zwei Träger des Gesellschaftskreises und Förderverein begrüßen. Andreas Bahle ist auch da. Daniel Lange ist da hinten noch, Tim Thaloff und die Presseträger. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Bevor ich vielleicht jetzt den Blick nach vorne richte, zu allen zusammen, möchte ich an der Stelle natürlich diese Pressekonferenz auch nutzen. Erstmal allen Fans, Sponsoren, auch den Gesellschaftern, allen rund um das Team, die Geschäftsstelle, alle Ehrenamtler für die abgelaufene Saison danken. Wir sind natürlich alle noch ein bisschen unter dem Eindruck dieser engen Playoffs-Serie gegen Hofbeul, aber trotzdem will ich das heute nicht versäumen, da auch einen großen Dank an das gesamte Team. Und auch vor allem an den ausscheidenden Trainer Dietrich Juliala, der hier 4 Jahre tolle Arbeit geleistet hat, meinen Dank nochmal an ihn zu richten. Wir haben eine schöne Saisonabschlussfeier hier gehabt. Trotzdem war es mir wichtig, auch heute nochmal da auch allen für ihr Engagement und für die Hilfe in der abgelaufenen Saison zu danken. Ja, eingeladen haben wir ja heute, um den Blick nach vorne zu richten. Die wichtigste Personalie in den letzten Wochen und neben Teamtraining etc. haben wir jetzt zum Glück in den letzten Tagen lösen können. Auch mit der Wunschkonstellation, die wir Matthias Baldis und gemeinsam auch in Abstimmung mit unserem Lenkungsausschuss, der da beteiligt war, getroffen haben. Wir freuen uns, dass wir Christoph Kreuzer, einen neuen Cheftrainer hier im Bad Nauheim, begrüßen können, der für die nächsten kommenden 2 Jahre hier auf jeden Fall das Zepter in die Hand nehmen wird, sportlich. Und gemeinsam mit der schon verkündeten Personalie ist ja bekannt, der Halle Lange wechselt ja von der Schildschuh auf die Trainerbank. Einfach als Co-Trainer dann hier die sportlichen Geschicke leiten wird, auch im Zusammenspiel mit Matthias Baldis, der auch in der kommenden Saison, ja, wie ich bekannt, die Teammanager-Stelle begleiten wird. Darauf freuen wir uns. Ich glaube, dass wir damit ein sehr engagiertes und ein sehr, sehr gutes Team gefunden haben. Und ich bin natürlich heute auf eure Fragen, auf alle Themen gespannt. Wir sind offen für alles, da haben wir auch noch ein bisschen Ausblick. Ich möchte vielleicht zur Personalie Christoph Kreuzer und zum Verlauf noch 2 Sachen sagen. Wir haben Matthias, als uns Petri vor einigen Wochen mitgeteilt hat, dass er nicht mehr mit uns, dass er eine neue Herausforderung sucht, haben wir uns intensiv Gedanken gemacht. Und ganz witzig, der erste Gedanke war er. Und er ist auch bis zum Ende geblieben. Insofern kann man wirklich das Wort, was ich sage, Wunschkandidat. Wir haben intensiv darüber nachgedacht. Wir wollen einen Trainer haben, der mit, ich glaube, diesem Umfeld hier, wir haben ein sehr emotionales und stimmungsvolles Umfeld, wir haben ein familiäres Umfeld, sind ein Club, der gespickt ist aus jungen wie alten Spielern und vor allen Dingen halt auch einen Trainer haben, der zweisprachig Deutsch, Englisch etc. agieren kann, der den Markt kennt. Das war so unser Anforderungsprofil und er war da natürlich unsere Wunschkonstellation und die DG hat sich ja um 12 Uhr jetzt auch vermeldet. Er hatte ja eigentlich noch einen Vertrag fürs kommende Jahr in Düsseldorf. Konnte glücklicherweise auch in den letzten 2 Wochen gelöst werden, sodass der Christoph für uns natürlich zur Verfügung stand jetzt und wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm jetzt in die kommende Saison gehen können und jetzt auch vor allem in den kommenden Wochen noch die entscheidenden Dinge in der Kaderplanung machen können. Und der Christoph von meiner Seite und glaube von der ganzen Organisation, von Gesellschaftern, Beiräten, allen, die hier sind, ein herzliches Willkommen und ja, wir wünschen dir allen einen guten Start. Ja, und auch nochmal von meiner Seite ein ganz offizielles herzliches Willkommen, Christoph. Wir freuen uns, dass du da bist. Würdest du uns vielleicht einen kleinen Ausblick geben, wie es aus deiner Sicht zu der Veränderung gekommen ist? Ja, erstmal möchte ich Sie recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, hier zu sein heute. Und ja, ich muss auch sagen, dass ich in den vergangenen Tagen, Wochen auch mal schon mal hier hingefahren bin für die ersten Gespräche. Und man hat ja dann immer so ein bisschen so ein Gefühl, schon
Also mir geht es wenigstens so, fährt man dahin und fühlt man sich wohl von Anfang an oder ist es ein gutes Gefühl, wenn man dahin fährt? Und es war damals schon ein gutes Gefühl, aber wo ich heute hingefahren bin, wo ich ganz ehrlich gesagt, wo ich dann so, wo das erste Mal so Bad Neuenahr entstanden so, also gedacht, ja, das ist so deine neue Heimat und das war wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, links und rechts zu schauen, nicht nur weil die Sonne rauskam in dem Moment, sondern weil es wirklich ein gutes Gefühl für mich war. Und das hat dann irgendwo innerlich meine Entscheidung dann auch bestätigt. Insgesamt muss ich sagen, wir kannten uns natürlich vorher schon im Vorfeld und wir haben sehr gute Gespräche und auch eine gute Zusammenarbeit gehabt, als wir ein bisschen noch früher waren. Und deshalb sind uns die Gespräche eigentlich sehr leicht gefallen. Und wir haben eigentlich von der Philosophie her, deshalb hat auch Bad Nauheim immer sehr gut dazu gepasst, zu meiner Philosophie, junge Spieler hier hinzuschicken und zur weiteren Ausbildung hier reifen zu lassen. Und das war mit BP immer eine sehr, sehr gute Arbeit und eine sehr gute Zusammenarbeit. Das ist immer bewusst, dass die hier sehr gut aufgehoben sind. Deshalb war es für mich, als wir ins Gespräch kamen, ein sehr, sehr, ja, sehr schöne, ja, sehr schönes Gespräch und ich habe mich echt gefreut, dass dieser Anruf kam, weil ich natürlich wusste, dass der BP hier noch eigentlich den Vertrag hat und deshalb habe ich da auch nicht drüber nachgedacht. Und ich werde das, das ist nicht meine Art und Weise, irgendwo reinzugrätschen oder wie auch immer im Vorfeld dann anzufragen. Und deshalb freue ich mich, dass das hier geklappt hat. Und es gibt, wie gesagt, immer im Laufe des letzten Jahres habe ich sehr viele Gespräche geführt, auch mit anderen Clubs. Aber es muss natürlich dann auch dementsprechend passen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Seite aus war das Gefühl schon immer sehr sympathisch hier bei Nauheim durch die Tradition. Wenn ich als kleiner Junge, als Bad Nauheim noch auf der Bremenstraße gespielt habe, kann ich mich schon noch daran erinnern, das war einfach, habe ich immer sehr gerne gesehen. Habe als Nachwuchsspieler hier öfters gespielt, dann hinterher als Profi leider nicht. Es war immer eine sehr gute Atmosphäre und es war immer mit zwei der Flemming-Brüder zusammen gespielt, die ja auch hier aus Bad Nauheim kommen. Die haben natürlich immer von Bad Nauheim geschwärmt. Selbst auch in Düsseldorf haben gesagt, das ist eigentlich viel schöner. Das werde ich jetzt kennenlernen, ob das so ist, aber ich habe da einen sehr, sehr guten und positiven Eindruck schon gewonnen und ich glaube auch, dass es so ist. Und deshalb freue ich mich sehr auf die Aufgabe, weil ich auch weiß, hier kann man mit jungen Spielern arbeiten. Hier ist wie gesagt, auch erfahrenere Spieler, die dazukommen und deshalb denke ich, wird man eine sehr, sehr gute und gesunde Mischung zusammenstellen. Dankeschön. Gibt es vielleicht schon Fragen von der Presse, die jetzt geklärt werden wollen? Kam der Anruf überraschend, weil er aus der zweiten Liga kam? Nein, also überraschend vielleicht Nauheim, weil ich ja nicht wusste, dass der Pendel nicht hier bleibt. Deshalb habe ich da gar nicht gedacht. Aber ich denke, als Trainer musst du immer flexibel sein. Es ist ja immer ein Wunschgedanke vielleicht, dass man als Trainer irgendwo, und bei mir war es vielleicht auch so, dass man natürlich an seinem Heimatclub vielleicht da Trainer wird, das ist ja sowieso außergewöhnlich, dann noch als Cheftrainer. Und dann hat man natürlich den Wunsch, dort immer zu bleiben, ja, vor allem wenn es gut läuft. Das ist natürlich wirklich ein Wunschgedanke, der eigentlich nicht wirklich Wirklichkeit wird. Und deshalb muss man natürlich flexibel sein und ich habe mich überall umgehört. Also für mich wäre es auch kein Thema gewesen, ins Ausland zu gehen oder wie auch immer. Und auch die zweite Liga, ich meine, das ist ja die deutsche DL2 ist ja eine Top-Liga. Also das ist ja nicht so, als wenn das für mich irgendwie nicht der richtige Club wäre oder die zweite Liga ein Rückschritt für mich ist. Ja? Und mein Rückschritt kann das für mich überhaupt nicht sein. Und ich habe mal einen Spruch gehört, der gesagt, nehmen Sie sich davor in Acht, wenn einer einen Rückschritt macht, der könnte auch Anlauf nehmen. Also von da aus ist das in dem Sinne für mich wirklich hier eine Herausforderung, die ich sehr, sehr gerne annehme, wo ich, was die nächsten Schritte auch dementsprechend dann auch
mit dem, der Organisation hier von Bad Nauheim dann auch machen will. Und wir wollen den Verein natürlich auch ja, die nächsten Schritte dann machen, damit wir uns immer jeden Tag verbessern können. Der SC Bad Nauheim hat ja Platz 5 erreicht, das ist die beste Platzierung seit, ich glaube, 2004. Verschärft uns nochmal den Druck, weil normalerweise ist man so ein Platz 10 Kandidat. Jetzt war es eine sehr erfolgreiche Saison, der eine Trainer geht, der neue kommt, kommt auch noch aus der DEL, da sind hohe Erwartungen mitgebunden. Wie gehst du damit um? Ja, generell ist es natürlich super, dass Bad Nauheim geworden ist, aber trotzdem ist es natürlich... Druck hat man natürlich überall, das ist keine Frage, egal in welcher Liga, egal welche Mannschaft man nimmt. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe Düsseldorf als Cheftrainer übernommen, da waren wir Letzter. Dann hieß es, du musst mindestens Platz 10 schaffen. Das ist genauso ein Druck, weil jeder sagt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, mindestens in die Playoffs zu kommen, dann können wir hier auch gleich die Tore zumachen, so ungefähr. Wir sind damals Fünfter geworden, das war sensationell. Trotzdem ist natürlich sowas nicht selbstverständlich. Man muss einfach wirklich auch realistisch bleiben und immer wieder darauf hinweisen, was kann man erreichen, was ist vielleicht das Mindestziel und auch der Anspruch, was man machen sollte. Aber so ein fünfter Platz ist nicht alltäglich, nicht für eine Mannschaft, die jetzt, ich vergleiche es bei Nauheim eigentlich auch mit Düsseldorf, die haben auch den Anspruch, sicherlich in die Playoffs zu kommen, aber unter die ersten sechs, weil die Qualifikation für die Playoffs ist nicht selbstverständlich. Und das merkt man immer wieder. Ja, und, ich finde es schön, dass Bad Nauheim das geschafft hat. Das ist sicherlich ein bisschen Druck, das ist keine Frage. Aber trotzdem wissen wir, und so sind wir auch, wir wissen das realistisch einzuschätzen. Und wie gesagt, wir müssen halt jetzt auch die Mannschaft zusammenstellen und dementsprechend werden wir sehen, welche Ausrichtung wir dann machen. Wie sah denn das letzte Jahr so aus nach der Pause bei der DEG? Ich habe was gelesen von Unterstützung für Marco Sturm. Womit hat man sich denn im vergangenen Jahr beschäftigt? Letzten Monaten und hat es auch wieder Energie gegeben, um eine neue Aufgabe anzugehen? Ja, also allgemein muss ich ganz ehrlich sagen, war es natürlich dann für mich keine leichte Zeit, weil, wie ich eben schon angedeutet habe, war natürlich diese Position, die ich da hatte, als Düsseldorfer dann auch Head Coach bei der DG zu sein, war natürlich ein Traumjob für jeden, der von klein auf für die DG gespielt hat. Das war sehr hart für mich und man musste das natürlich irgendwo ein bisschen verarbeiten. Das habe ich dann mit meiner Frau und meinen Kindern sehr gut hinbekommen. Hat zwar ein bisschen länger gedauert, aber es ist dann auch wieder stetig bergauf gegangen. Und man hat eigentlich auch dann erstmal gemerkt, wie viel Energie ich eigentlich, weil ich ja wirklich beide Jobs da gemacht habe, also sportlicher Leiter und Trainer. In Düsseldorf, das hat mich schon sehr, sehr viel Energie gekostet. Und wenn das dann mal so abfällt, dann merkt man erstmal, wie leer man eigentlich war. Und dann hat man natürlich diese Chance, in Anführungszeichen, die man dann hatte, seine Akkus wieder aufzuladen, wirklich genutzt. Und das hat mir sehr gut getan. Deshalb bin ich sehr energiegeladen jetzt. Also von daher ist das sehr gut. Ich kann mich auch hier auf meine eigentliche Aufgabe, sprich auf den Trainerjob, fokussieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Harry jetzt einen Co-Trainer, mit dem ich eben zusammenarbeiten werde, dass wir die Mannschaft dementsprechend dann auch dahin führen, dass sie schon vom Anfang natürlich, dass wir sie fit bekommen und dass wir ja schon aufs erste Spiel, sprich einen guten Start legen. Also ich würde sagen, es ist ja, man kann ja jetzt kein offenes Geheimnis. Ich habe irgendwann Christoph mal angerufen und gesagt, hier, pass auf. Denk mal eine Woche drüber nach, ob du Trainer in Bad Nauheim sein willst. Das war so der erste Anruf. Der hat, glaube ich, nur 2 Minuten gedauert. So. Und nach einer Woche hat er mich angerufen und hat gesagt, hier, ich habe drüber nachgedacht, kann mir das vorstellen. Und das ist gut 4 Wochen wenig her. Und klar, aber jetzt waren halt auch in den letzten Wochen noch Themen. Wir haben ja auch natürlich parallel geschaut. Wir hatten insgesamt 35 Bewerbungen für die Trainerstelle. Wir haben parallel eben die Themen behandelt und haben eben Gespräche geführt. Und haben das dann, sag ich mal, jetzt die letzten 8-9 Tage, sag ich mal, haben wir das intensiviert. Und ja, wie Christoph schon gesagt hat, sind uns dann relativ schnell auch einig geworden. Auf welche Art des Eindrucks können sich denn die Zuschauer einstellen? Wie wird denn die Handschrift und die Kündigung aussehen?
Ja, ich denke, wir werden das natürlich dementsprechend dem Kader ausrichten, aber normalerweise wollen wir schon ein sehr attraktives, offensives Hockey spielen. Natürlich beginnt immer das verbessert, ist auch wichtig. Also für mich fängt eigentlich auch immer, wenn ich einen Kader zusammenstelle, das hinten an. Also das heißt, wir müssen hinten deshalb trotzdem stabil stehen. Das heißt, ein guter Torwart muss da sein, dementsprechend die Verteidiger auszurichten. Aber wir wollen schon, wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen schon offensiv ausgerichtet sein, aber mit System, was natürlich dann die Jungs dann dementsprechend eingebläut bekommen, das funktioniert. Es werden immer wieder Baustellen dann mal kommen, aber wir müssen trotzdem auch normal in der Lage sein, zum Beispiel auch wenn man einen Vorsprung dann verwalten muss oder dementsprechend ausgerichtet so zu sein, dass man das dann auch dementsprechend wie man früher immer mal gesagt hat, der Abwehr auch mal bekommen kann, dass man dementsprechend dann auch fähig ist, im 2-2 zu halten. Thema Ausländer. Was für Vorstellungen haben Sie da hinsichtlich Verteilung der Positionen, hinsichtlich vielleicht der nationalen Verteilung? Haben Sie da feste Vorstellungen? Ja gut, der eine bevorzugt. Ja genau. Ja, wir werden sehen, was der Markt hergibt. Ich glaube, von der Ausländerposition, von der Nationalität her, bin ich da völlig offen. Das ist mir völlig gleich. Wir werden sehen, was wir in der Defensive, sprich im Verteidiger, vielleicht auch was Deutsches bekommen. Das muss man halt mal schauen, was machbar ist, was der Markt, wie gesagt, hergibt. Dementsprechend denke ich mal, normalerweise jetzt vom realistischen her wird es wahrscheinlich so sein, dass man mit einem ausländischen Verteidiger den Meister schon. Andreas, der Torwart kommt aus der DEL, der Trainer kommt aus der DEL. Habt ihr neue Sponsoren? Goldgrube entdeckt. Wir haben einen verhandelnden Teammanager. Also man muss ja zwei Dinge im Prinzip sehen. Manche Entscheidungen jetzt bei Jonathan Boutin oder auch bei Christoph Kreuzer, ich glaube, die DL2 hat es ja jetzt auch gezeigt, glaube, der Aufstieg von Bremerhaven hat es ja gezeigt. Klar, wirtschaftlich zwischen München und Bad Mannheim sind Welten, wollen wir nicht drüber sprechen. Aber ich glaube, von denen, die da mittlerweile gearbeitet haben, der DL2 bei allen Standorten, und man sieht ja auch, welche Spieler mittlerweile Interessen für die Liga haben. Und so ein Jonathan Boutin, wenn man da mal drüber spricht, Christoph kann ja gleich sagen, warum er hier ist. Das hat er ja auch schon ganz erklärt. Aber da war es einfach so, der will Nummer 1 sein, der will spielen. Und ich glaube, bei ihm hat auch die Familie eine große Rolle gespielt, die einfach gesagt hat, hier, wir wollen in ein schönes Umfeld. Wir haben zwei Pferde, wo sie wissen, die kriegen sie hier in Bad Nauheim unter der Frau. Die Frau hat eben gesagt, hier ist eine schöne Stadt zum Leben etc. Also bei solchen Spielern spielen ja manchmal auch andere Faktoren eine Rolle. Und ich glaube, das war unter anderem ein Punkt, wo er gesagt hat, deswegen bin ich jetzt nach Bad Nauheim gegangen. Und natürlich auch Bad Nauheim gibt es Geld zu verdienen. Allerdings, sag ich mal, gehen wir da ja auch am Markt und mit allen Spielerberatern oder allen Leuten sehr ehrlich um. Die kennen uns im Gefüge. Und im Rahmen dessen, wie kann man so schön sagen, gibt es vielleicht manchmal auf den Gesamtpositionen eine Umverteilung. Aber am Ende ist es nicht so, weil es bei dem Trainer oder dass sich das Budget wesentlich verändert hat. Also das wird sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen wie letztes Jahr auch. Und damit planen wir und dem Trainer, dem Manager und allen ist das bekannt und wir freuen uns, dass es uns gelungen ist. Ich würde es eher umdrehen sagen, es spricht für Bad Nauheim, für die Zuverlässigkeit des Standorts, dass solche Leute dann auch bereit sind hier und das Projekt mit angehen. Wir freuen uns gerne noch auf jetzt interessante Gespräche und den schönen Austausch. Ansonsten möchte ich mich im Namen von BC Bad Nauheim bei Ihnen allen herzlich bedanken, dass Sie heute da waren, auch so zahlreich da waren. Wir freuen uns auf einen spannenden, interessanten und kurzweiligen, hoffe ich, mit schönem Wetter, das sehen wir im Sommer. Und sind dann zur kommenden Saison wieder angriffslustig und bereit, hier die Liga aufzunehmen. Dann vielen Dank. Tschüss.